Hallo, Eddie, hier ist deine Mami. Eddie, denk nicht nur an Fußball. Tu mir doch den Gefallen und leg ab und zu mal etwas zur Seite. Eddieland, denk an die Zukunft. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Ich glaube, über das große Jahr, würde ich sagen, haben wir echt ein Riesenspiel abgeliefert. Klar, haben die wesentlich mehr Ballanteile gehabt. Aber wir haben unseren Können entsprechend, waren wir hinten drin gestanden, haben gekämpft, wie es geht, haben alles dagegen gehalten. Ich glaube, nach 2 Minuten haben die eine Chance, ansonsten tue ich mich schwer mit Chancen für die. Und wir haben immer wieder unsere Konter gesetzt. Und was wir echt abgeliefert haben, muss man einen riesengroßen Hut ziehen. Ich habe eine grundsätzliche Frage. Es sind die gleichen Spieler, aber es ist eine andere Mannschaft. Wenn man das Spiel gegen Stuttgart gesehen hat und jetzt das heute, gib uns doch bitte eine Erklärung. Ja, wir brauchten auch mal das Erfolgserlebnis. Man hat letzte Woche gemerkt, nach dem Aachen-Spiel ist eine ganz schöne Last von uns abgefallen. Die Stimmung war wieder einfach entspannter und besser. Ja, und heute hatten wir natürlich ein Spiel. Ja, das ist wunderbar. Du kannst nicht verlieren. Wir können nur gewinnen. Spielen gegen Erstligist, wenn wir hier 2-0 verlieren, sagt keiner was. So konnten wir nur gewinnen, wir konnten nur als Sieger vom Platz gehen. Aber dass wir wirklich so vom Platz gehen, ja, das war geil. War der Schlüssel zum Erfolg in der Defensive? Ja. Du hast praktisch zwischen den 2 Viererketten. Ja, wir haben eigentlich mit 2 Sechsern, aber natürlich, die spielen so einen kleinen Fußball. Da muss man ein bisschen tiefer stehen. Hat funktioniert, wir haben alles richtig gemacht.
Und jetzt können wir uns heilen lassen ein bisschen. Zum Weiterkommen, Glückwunsch zum Tor. Wie ist der Adrenalinspiegel momentan? Wieder einigermaßen auf Normalpegel? Ja, ich bin relativ schnell wieder unten. Nee, Quatsch, der ist natürlich brutal hoch und war einfach ein Wahnsinnsgefühl eben. Aber ich glaube, wenn man sich die 90 Minuten Revue passieren lässt, gab es eigentlich nur einen verdienten Sieger heute. Ja, ich denke auch. Also man hat gesehen, in der ersten Halbzeit, jeder wollte, jeder hat für jeden gekämpft, jeder ist für jeden gelaufen. Und das war Wahnsinn heute, was wir heute abgespult haben für ein Pensum. Und sind, denke ich, auch als verdienter Sieger dann auch vom Platz. Ja. Gibt es jetzt Auftrieb, auch nach dem Sieg in Aachen, Sieg heute, eigentlich, wo man immer Außenseiter war, für die nächsten Spiele in der Liga? Ja, auf jeden Fall gibt es Auftrieb. Also wenn es sowas keinen Auftrieb gibt, dann ja, weiß ich es nicht. Ja, es hat in Aachen gut angefangen. Jetzt haben wir es fortgesetzt, denke ich. Und hoffen wir, dass es so weitergeht. Alles klar, vielen Dank für den Erfolg gegen Dortmund nächste Woche. Danke, danke. Ist jetzt Ratgeber. Ist das Chefsache oder war das ausgemacht? Oder warst du Schütze Nummer 1? Nein, also ich habe mich gut gefühlt und habe auch die Woche ein bisschen geübt. Und ich wollte ihn dann reinmachen und habe auch ein gutes Gefühl gehabt, wie gesagt. Und ja, da war ich mir ziemlich sicher, dass er reingeht. Ist das jetzt für dich eine ganz neue Rolle? Du hast in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren vorderste Spitze eigentlich gespielt. Jetzt spielst du auf einmal hinten rum. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin ein bisschen mehr ins Spiel eingebunden. Und ich glaube, habe es auch ganz gut ausgeführt jetzt mit der Unterstützung natürlich vom ganzen Team. Da muss man schon ein Kompliment machen. Das passt da im Mittelfeld mit dem Seo und mit dem Nico. Auch mit dem Jule und mit dem André. Also das passt schon sehr gut. Wenn der eine mal vorne mit reingeht, bleibt der andere hinten. Da haben wir jetzt so die Kompaktheit, die wir eigentlich von Anfang an haben wollten. Und ja, aus der spielen wir eigentlich auch noch dann ganz gut nach vorne. Und ja, man merkt dann im Spiel auch, dass die Gegner ein bisschen, ja, ihnen fällt wenig ein. Also wir stehen so gut und hinten räumen wir alles weg. Und ja, dann wächst natürlich auch das Selbstvertrauen und deswegen glaube ich, war das auch nicht unverdient dann am Ende. Ich habe vorhin den Nico schon gefragt. Gleiche Spieler, andere Mannschaft. Die ersten 4 Spiele war und jetzt diese 2 Spiele. Das war ja zweimal richtig dominierend und verdient. Ja, gut, wir mussten uns ein bisschen finden. Haben natürlich auch ein Erfolgserlebnis gebraucht. Das ist nie einfach. Wenn man am Anfang solche Spiele hat wie in Halle, wo man dann, ja, was soll ich jetzt sagen, nicht schlecht spielt, auch nicht unbedingt gut spielt, aber irgendwie vom Spielverlauf so mit der roten Karte und gegen Bielefeld gleich 2 schnelle Tore, dann sind das schon ein bisschen Nackenschläge. Aber jetzt sind wir mal in Aachen in Führung gegangen und dann hat jetzt die Mannschaft erkannt, was eigentlich für ein Potenzial in ihr steckt und ja, haben wir heute nahtlos angeknüpft. Welches Potenzial steckt denn in der Mannschaft deiner Meinung nach? Ja gut, im Moment haben wir jetzt heute den Sieg, das freut uns und den können wir jetzt heute auch genießen und vielleicht auch noch 1-2 Tage, aber dann müssen wir auf die Liga schauen und da haben wir erst einen Sieg und ja, wird schwer genug, jetzt auf lange Sicht dann nach vorne zu kommen. Da müssen wir konzentriert bleiben und ja, dann sind wir weiter. Bitte. Hast du auf den Torwart oder vorher entschieden schon? Ich habe ja ein bisschen geguckt, noch, wo der Torwart hinspringen kann. Ins andere Eck. Es ging so schnell, also habe ich nicht genau gesehen, deswegen kann ich es gar nicht genau sagen. Das ist dann doch ziemlich schnell gelaufen. Okay, ich meine, natürlich ist es ein Pokal und ich weiß nicht, ob viele Spieler das auf den leichten Schulter genommen haben, weil die wussten, okay, Offenbach hat bis jetzt auch mal nur einen Sieg gehabt, letzte Woche gegen Aachen. Und viele haben gedacht, dass das einfach so locker wird, dass wir auch weiter so spielen würden, wie wir letztes Jahr gespielt haben. Und Offenbach haben wir heute gezeigt, die haben alles mit ihm gekämpft und haben auf unsere Fehler gewartet. Und wir haben bis dato gar keine Lösung gehabt, irgendwie vorne eine Chance rauszubekommen oder ein Tor zu schießen. Und dann kriegst du dann auch so einen Elfer. Ich weiß nicht, ob das ein Elfer war, aber wie gesagt, das hat dann auch das Spiel dann so, kam den Offenbacher sehr entgegen, dass sie an sich hinten schon nochmal auf Konter gespielt haben. Und da haben wir sehr, sehr schön gekommen. Du kriegst dann rote Karten, dann war das Spiel schon schnell erledigt. Aber woher kommt diese totale Ideenlosigkeit vorne im Angriff? Das ist eine Frage. Ich meine, letztes Jahr, wie gesagt, ich kann jetzt von letztes Jahr reden und das war sehr gut. Wir haben über außen kamen wir
zu Chancen. Du warst vorne und du hast die Chance gehabt und heute kam er gar nicht. Wir haben uns sehr stark über außen, wir hatten die Flanken, kam gar nicht rein und wir vorne waren auch nicht so dran gefällig, weil wir auch die Bälle nicht bekommen haben. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht schuldig bei jemandem, sondern wir müssen, jeder muss sich an die eigene Nase fassen und sagen, ob der jetzt alles dafür getan hat, heute das Spiel zu gewinnen. Und es war einfach nicht so und da müssen wir wach werden, sonst kann das schnell gehen. Das war genau der Punkt, den der Trainer vorher angesprochen hat. Die Einstellung muss stimmen, hier muss jeder brennen. War dann aber doch nicht so. Das ist es. Und jetzt sind wir erst, wir sind in der ersten Liga. Und letztes Jahr war so zweite Liga. Du hast gegen Erstligamannschaft gespielt und du hast alles gegeben. Du hast alles geholt und du wolltest, du bist jede Minute, jeder Zentimeter gelaufen, um einfach besser zu sein als Jan. Heute hat dann Offenbach uns gezeigt, wie es ist. Und klar haben wir uns nicht zu unserer Form gefunden, was normal war. Ich meine, wenn wir hätten wir heute eine Normalform gehabt, hätten wir auch gegen Offenbach gewonnen. Es war einfach so, dass keiner sich herausheben kann und sagen, okay, er hat heute eine Top-Leistung gemacht. Und jetzt müssen wir versuchen, auch einen Kopf zu bekommen, dass wir jetzt auch am Samstag gegen Bayern da sind. Wird es ein Problem mit Bayern jetzt mit der Niederlage heute? Oder? Also mit jeder Niederlage ist immer ein Problem. Ich meine, gewinnst du hier, gehst du mit 6 Tonnen ins Spiel und jetzt hast du hier in Offenbach 2-0 verloren beim Drittligisten und es wird nicht einfach. Jetzt kommt Bayern und klar, es ist alles gleich. Ich meine, Bayern ist eine Top-Mannschaft und gegen die musst du auch alles dafür geben, um gegen die zu gewinnen. Und wenn du so eine Leistung abrufst wie heute, dann wird es schon hart sein, am Samstag gegen Bayern zu gewinnen. Und deswegen können wir vielleicht Offenbach als Beispiel nehmen und sagen, dass wir gegen Bayern alles in Waageschale werfen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Musst du Baba besonders jetzt aufbauen? Das ist natürlich extrem bitter. Ja, klar. Ich bin ein Spieler, der irgendwann sehr, sehr gut auch ins Spiel reingekommen ist. Und ich weiß, ich habe eine Aktion jetzt nicht so richtig gesehen, aber er, wie er es mir erklärt hat, wollte er nur sein Bein wegreißen. Und wie gesagt, aber es ist Erfahrungswert für so einen jungen Spieler, der muss daraus lernen. Und wie gesagt, wir sind alle da, um ihn aufzubauen, wie gesagt. Aber wir haben alle selbst heute nicht so einen Leistung abgerufen. Und deswegen müssen wir versuchen, dass die jungen Leute das nach vorne schicken. Jörg Hamburger ist der UFC-Geschäftsführer, ist jetzt da. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, das ist eine sehr tolle Geschichte und ich glaube, dass dieser Sieg wirklich auch eine Signalwirkung hat, dass diese Mannschaft lebt und dass vor allem dieser Auswärtssieg in Aachen nicht nur ein einmaliges Erlebnis war, sondern dass die Mannschaft halt eben heute erstmals im neuen Sparda-Bank-Hessen-Stadion auch als Gewinner vom Platz gehen konnte. Jetzt ist das ja irgendwie eine komische Geschichte und irgendwie passt sie zu Kickers Offenbach. Der Start total missraten, Querelen im Vorstand und dann auf einmal, wenn man meint, jetzt geht nichts mehr, dann kommt der OF zurück wie Phönix aus der Asche. Sieg in Aachen in der Höhle des Löwen. Sponsorenverträge rechts und links und jetzt noch der Pokalsieg. Auch das ist wieder ein warmer Regen. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, wir haben die Ruhe behalten. Ich glaube, das war das Wichtigste. Wir sind ja nach dem Spiel gegen Bielefeld, sind ja Fragen gekommen, da sind ja, ich will mal fast schon sagen, Forderungen gekommen, etwas zu ändern. Und ich habe damals gesagt, dass ich von jedem Spiel einfach eine Steigerung sehe. Ja, ob das jetzt die Steigerung von dem Osnabrück-Spiel zu Stuttgart war oder dann auch Bielefeld, das war halt leider, wir konnten nichts Zählbares gewinnen, aber wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, bis es dann in Aachen wirklich zu dem erlösenden Sieg kam, der sehr eindrucksvoll war. Und die Mannschaft hat heute nach 10 Minuten, nachdem sie ein bisschen Respekt hatte vor dem Gegner, das hat man glaube ich gemerkt, hat sie diesen Respekt abgelegt und hat genau da angeknüpft, wo sie in Aachen aufgehört hat. Es hat so mancher gesagt, die Mannschaft ist nicht konkurrenzfähig. Jetzt haben wir gesehen, okay, sie kann sowohl in der dritten Liga, auch bei Spitzenteams, als auch jetzt hier gegen Höherklassige bestehen. Und ihr ja, im Präsidium seid nicht handlungsfähig, aber andererseits, jetzt habt ihr sogar wieder einen Transfer gemacht. Heute ist Becker dazugekommen. Da hat heute ein Gladbacher geschrieben in transfermarkt.de, das war der Nachwuchsstürmer überhaupt in Mönchengladbach. Den werden wir sicherlich in den nächsten Tagen auch noch sehen. Also wie kommt das alles zustande? Ja, ich sag mal, Offenbach ist nicht so schlecht, wie manche Offenbach vielleicht gerne sehen würden. Wir haben sehr viel Potenzial und wir sind auch so selbstbewusst, um das nicht in Arroganz nach draußen hinzutragen, aber innerlich die Stärke zu haben, halt wie gesagt auch in schwierigen Situationen einfach die Ruhe zu bewahren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das war für uns die ganze Zeit klar. Deswegen, wir können natürlich die Unruhe draußen irgendwo registrieren, aber wir müssen sie ja nicht an uns ranlassen. Und
ich glaube, dass das Wichtigste jetzt ist, auch gerade im Hinblick für das Spiel am Samstag, diese positive Energie, dieses Selbstbewusstsein, was sich die Mannschaft jetzt in zwei Spielen erarbeitet hat, in die Drittligarunde, die ja auch sehr schwierig ist, ja, am kommenden Samstag gegen den BVB, die U23, mit reinzunehmen und da nahtlos anzuknüpfen und da die nächsten drei Punkte in der dritten Liga zu holen. Da sprichst du das an, die BVB U23, das ist ja sozusagen, ich will es gar nicht wieder aufwärmen, aber man muss es ja sagen, ein Angstgegner. Ich glaube, gegen die haben wir noch nie gewonnen. Jetzt sind die wieder da. Ist das jetzt, wie soll man sagen, was die Erwartung angeht, eher ein Schub oder eher schon fast wieder Druck, weil man sagt, jetzt haben wir gegen die Großen gewonnen, also Aachen und jetzt hier gegen Greuther Fürth, wird das eher wieder zur Belastung? Denn das hat man ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass am Anfang so ein bisschen das Nervenflattern in der Mannschaft war. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich muss sagen, dass nach dem Sieg in Aachen wir auch mit stolzer Brust sagen können, Schwarz-Gelb liegt uns. Der BVB hat auch Schwarz-Gelb und von daher wird es am Samstag eine interessante Geschichte und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt einfach auch diese Geilheit hat, dieses Spiel hier am Samstag zu gewinnen und den Leuten zu zeigen, dass das alles jetzt nicht einfach nur mal so aus dem Nichts herauskam. Ja. Dass wir Schwierigkeiten hatten am Anfang, das hat jeder gesehen. Das haben wir auch selber gesehen, das mussten wir uns auch eingestehen. Wir haben überhaupt nicht drum herum geredet, dass das Spiel zum Beispiel gegen VfB Stuttgart hier zu Hause einfach nur schlecht war. Ja, das steht uns zu, dass wir das dann auch so öffentlich sagen. Ja, ich glaube, mit Ehrlichkeit kommt man da am weitesten. Die Mannschaft war ehrlich, hat sich auf ihre Dinge konzentriert und hat das gut gemacht. Das muss man neidlos anerkennen. Jetzt gab es ja heute eigentlich nur einen einzigen Verlierer. Das waren die Zuschauer, die nicht da waren. Ja, aber auch da muss man sagen, natürlich hätte ich mir jetzt auch eine Zuschauerzahl gewünscht, die deutlich über diesen 7.600 gelegen hätte, aber vielleicht mit ein bisschen Respekt auch. Wir haben halt eben auch in der Vergangenheit nicht allzu viel Werbung betrieben, außer das Spiel in Aachen. Das haben nur 500 Kickers-Fans live gesehen, die waren alle zufrieden, die waren mit Sicherheit heute alle da und jetzt gilt es einfach am nächsten Samstag die nächsten Punkte und die nächsten Zuschauer zu gewinnen. Schönes Schlusswort, danke. Bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer im Rückraum und im Stadionbereich, dass Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel Kickers Offenbach gegen die Spielvereinigung. Und dafür darf vorstellen, wir gehen unsere Gäste aus Fürth-Mann-Büskens und unseren Trainer Adi Sonett. Wie immer, der Gast ist das Wort. Und das ist Ihre Analyse des Fußballspiels. Ja, Glückwunsch an den Zehnten. Es war ein erwartet schweres Spiel. Wie gesagt, der Kopf wird entscheidend sein. Und da waren wir zu oft zu langsam. Wir haben vielleicht 10, 15 Minuten das Spiel kontrollieren konnten. Aber das durch einfache Fehler im Spielaufbau aus der Hand gegeben. Wir haben dann die Kontrolle verloren über das Spiel. Und durch diese einfachen Fehler immer wieder auch hinter dem Ball herlaufen mussten. Zu langsam gespielt, sodass es für den OFC relativ einfach war, kompakt immer zur Ballanleitung zu schieben. Wir haben es nicht geschafft, dann über wenige Kontakte das Spiel zu drehen. Und so nahmen wir uns die Unsicherheit immer mehr zu. Der OFC wurde sicherer. Letztendlich hat er heute dieses Spiel verdientermaßen gewonnen. Das ist schade, dass wir gerade heute Mittag uns nochmal die emotionalen Momente des letzten Jahres, der letzten Pokalrunde vor Augen geführt haben. Und das ist das Einzige, was ich machen kann, im OFC ähnliche emotionale Momente zu wünschen, wie wir sie im letzten Jahr hatten. Wir haben es heute nicht verdient, weiterzukommen im OFC. Bissiger, schneller und der Kopf war. Und wir haben gegen sie keine Möglichkeit von Ihnen. Danke. Vielen Dank, Mike Büskens. Ari, der erste große Pokalabend hier in Offenbach. Wie war es für dich? Also ich glaube auch, verdiente Maße, darf ich mich heute auch freuen. Auch für die Mannschaft, ich glaube, letztendlich war es absolut in Ordnung, was wir heute gezeigt haben. Also es war ein sehr schöner Abend und ich glaube auch, von 15. Minute bis zu 93. Minute, glaube ich auch verdient. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, als wenige gut ins Spiel gekommen, haben ziemlich schnell was zugelassen. Aber dann haben wir die Kontrolle gehabt eigentlich über dieses Spiel, also Kontrolle zwischen Anführungsstrichen.
Aber das weiß man vorher, wenn ein Erstligist auf ein Drittligist trifft, dass ein Erstligist immer vielleicht im Hinterkopf hat, ein Drittligist kann ja auch spielen. Das ist nun mal so, alles selbst erlebt, das Spieler. Und wenn man dann sehr wenig zulässt und immer nach vorne versucht, ja, mal Akzente zu setzen, dann so wie wir es heute gemacht haben, kann man sagen, ja, das war heute eine richtig gute Leistung, was wir heute abgeliefert haben. Und trotzdem mal diese Pokal haben, um diese Fragen zu beantworten. Ja, tut mir gut. Ich bin der Gary. Gibt es Fragen, dann bitte ich um eine kurze Wortmeldung und wir bringen ein Mikrofon an den Platz. Jung Koch von der Funkpost. Gary, war dieser Sieg in Aachen die Initialzündung? Die Mannschaft spricht davon, die Stimmung ist besser, es war dieses dringend nötige Erfolgserlebnis? Ja, auch. Ich glaube, dass wir, wenn man in der Liga so startet wie wir, dann kann man nicht zufrieden sein. Und man sucht danach und man weiß, wenn eine ganze Mannschaft immer, das habe ich euch immer gesagt, immer während der Woche immer Vollgas gibt im Training, dann muss das irgendwann mal kommen. Und wenn man daran glaubt, dann braucht man ein Erfolgserlebnis. Wir haben in Aachen bekommen und unser größter Wunsch war eigentlich, Kräuter Fürth das einfach in diese Liga fortzusetzen. Also Entschuldigung, DFB-Pokal, dass man bei uns einen Aufwärtstrend sieht. Das haben wir heute gemacht und ich hoffe, dass es da für die Liga für den nächsten noch einen kleinen Schub gibt, damit wir uns da auch nochmal steigern. Gibt es weitere Fragen? Ja, vielleicht noch eine. Vielleicht noch einen Satz zu Thomas Hartgeber, der im Gegensatz zur letzten Saison eine ganz neue Rolle spielt, hinter der Spitze und ich glaube, heute ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, dass er Fußball spielen kann, das wissen wir alle, dass er vielleicht manchmal ein oder andere ein bisschen ein fauler Stürmer ist, das wissen wir auch alle, sage ich es mal so. Also muss ich das Optimale bei ihm rausholen und seine Position liegt da eigentlich auch so von zwischen, wie gesagt, zwischen der vordere Stürmer und der erste Mittelfeldreihe. Das hat er heute optimal gemacht, hat gute Konter eingeleitet, bis zu 80 Minuten war er, glaube ich, war der platt und hat auch ein gutes Spiel. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich noch das Ergebnis des anderen Parallelspiels heute Abend um 20.30 Uhr aus dem DFB-Pokal mit auf den Weg geben. FC Schönberg gegen den VfL Wolfsburg 0:5. Und abschließend noch die Information, dass die Auslosung der zweiten Hauptrunde am kommenden Samstag, 25. August, im Rahmen der Sky-Bundesliga-Übertragung abends um ca. 20 Uhr stattfinden wird. Ich darf mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir wünschen unseren Gästen natürlich alles Gute für die erste Saison in der ersten Liga und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.